Okay, kein Problem. Bis jetzt ist es ein Kinderspiel. Und das Dingen. Ups. Nehme ich jetzt mit hier rein. Nein, nein, ja, so. Und damit töte ich jetzt als allererstes mal. Ah, cool. Ja, ich hab's geschafft. Das war ja einfach. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Für mich wahrscheinlich, ne? Ich muss sterben. Ist doch meistens so. Alle wollen mich loswerden. Keiner hat mich lieb. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Okay, da ist ein Laser. Und ich muss. Oh. In drei Eingängen. Wie soll ich das denn machen? Ah, drei Laser, okay. Also, ich habe zwei Umlenkungen. Und ich muss, glaube ich, wahrscheinlich ein Portal nutzen, um alle drei da reinzulenken. Das heißt, von wo aus kann ich denn von hier? Dann ist der linke schon mal aktiv, genau. Dann benutze ich den jetzt, um in den ganz rechten zu kommen. Beziehungsweise nein, ich benutze den, um in die Mitte zu kommen. Und den, um ins ganz rechte. Das war doch jetzt sehr einfach. Nee, hä? Ach, der hat sich verstellt. Ja. Also wenn das mal nicht einfach war. Oh. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Das hört sich so an, als ob sie mich loswerden will. Aber ich bin eine Zecke. Mich wird man nicht los. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung Will mich bestimmt mit wieder umbringen. tragischen Konsequenzen und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Ja, es war klar, die war Hören so einfach, die Sie, Kammer. ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich Mit dem hören. Akzent klappt's nicht. Lauf! Oh. Lauf! Ich schließe die Tür! Wohin? Nur noch mal zur Wo Erinnerung. lang, wo lang, wo Wir lang? beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Mal eben Ja, ich kurz zu den laufe. Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren Ihre Tonproduktion, deaktivieren Ihr Nervenkühl und dann treten Sie hier mit. Den Moment jedoch. Lauf! Na los, na los! Schade, ich laufe dabei ja. warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Soll ich? Freundes. Ich glaube, ich habe bis Was jetzt ist noch das denn? nicht. Warte mal, wo ist denn? Wie niedlich. Ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Ich glaube, der hat mich verarscht, ne? Ja, ich sterbe jetzt. Aber ich habe eine Errungenschaft bekommen, weil ich so dämlich war. Ja, das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Tut mir leid, wenn es für euch unnötig war, Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das Nee, hier nee. ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes.
Was? Für wie dumm hält die? Oh! Ich komm ja. Ich beeil mich ja schon. Oh. Was passiert da drin? Kannst du da raus? Ich höre Schüsse. Ah. Wohin muss ich denn? Ich bin ja so ein bisschen eingesperrt gerade. Hier kann ich ein Portal setzen. Jetzt ist die Frage, wo ich noch eins setzen kann. Da hinten. Ah. Hier geht's gut, super, los. Ich komm ja schon. Oh. Los, los, los. Na. Ich wollte ihn killen und bin deswegen an diese Barrikade gelaufen. Hab nicht geschnallt, dass ich da nicht drüber springen kann. Jetzt bin ich tot. Gut, super, los. Egal, jetzt einfach dann vorbeilaufen. Los, los, los. Hä? Wie kann ich denn den Geschützturm ausweichen? Das geht doch gar nicht. Oder bin ich nur zu blöd? Ja, und jetzt? Hier irgendwas, was ich benutzen kann? Ach so, ja klar. Ich bin so doof manchmal, aber egal. Ihr müsst ja zum Glück nur zugucken und könnt einfach weiterklicken, während ich das jeden Tag erleben muss. Wow, was macht die denn da? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die übertreibt ein wenig, kann das sein? Zerstört hier einfach alles. Okay. Ich bin von Wahnsinn umgeben. Wie man so eine coole Einrichtung zerstören kann. Klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht... Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben! Das haben die mir so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Cool. ganz schön dunkel hier, was? Ja. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate... Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Gruselig. Warte, ich leuchte dir für den Sprung.
Ja. Dank meinen coolen Sprungschuhen kann ich mir auch nichts brechen. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Oh oh. Was schreiben die da hin? Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Ich muss also da hoch. Nun gut, das wäre geschafft. Und jetzt? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, komm ich. Und jetzt? Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Hallo? Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Roboter bauen Roboter. Komm, so einen Ablauf gucke ich mir nochmal an. Ist echt cool gemacht. Jetzt wird der Rahmen rausgenommen, zack, zack, eingepackt und tschüss. Geil. Oh. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten, viel Glück. Ja, und jetzt? Nee, das war dumm. Oder war es geplant? Es war geplant. Ich musste da runterspringen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Oh nee, war nicht Kultur geplant. Einfach faszinierend. Wo muss ich denn lang? Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Ah, I got it. Okay, das war jetzt nicht besonders schwer. Na also. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Was läuft denn jetzt auf dem Bildschirm? Oh, interessant. Striche. Ganz viele Striche. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ich will hier auch gar nicht spielen. Ich bin anders. Wow. Ich hoffe, ich soll hier lang gehen. Sieht aber gut aus. Oh. Hier ist alle defekt. Seht euch das mal an. Ich hab keine. Entschuldigung. Ziel anvisiert. Cool.